Unsere Themen am Freitag. Zur aktuellen Situation. Innenminister besucht Cottbus. Jetzt aber schnell Weihnachtsbaum fachgerecht entsorgen. Und, gewusst wie, mit Feuerlöschern richtig umgehen. Das und mehr gleich hier bei LTV aktuell. Handwerk zum Anfassen. Rund 300 Aussteller aller Branchen präsentieren auf der 28. Handwerkerausstellung Meisterhaftes und Handwerkliches aus unserer Region. Auch diesmal mit freundlicher Unterstützung der Sparkasse Spree-Neiße. Glücklich im Eigenheim und mit bester Altersvorsorge. Die Sparkasse präsentiert Ihnen auf der Ausstellung über 400 Immobilienangebote. Vom Grundstück bis zum Einfamilienhaus. Sparkasse Spree-Neiße. Sicher, stabil, solide. Hallo und herzlich willkommen zu LTV aktuell am Freitag. Orkantief Friederike ist überstanden. In der Lausitz und auch in ganz Deutschland hat sich das Wetter wieder beruhigt. Spuren hat Friederike trotzdem hinterlassen. Die Leitstelle Lausitz hatte knapp 1000 Einsätze gemeldet. Laut Polizeidirektion Süd wurde die Polizei zu über 50 Einsätzen gerufen. Auch die Feuerwehr ist noch bis Freitag früh im Einsatz gewesen. In Cottbus war in mehreren Stadtteilen für kurze Zeit der Strom weg. Auch bei der Bahn kam es zu vielen Einschränkungen. An einigen Schulen fiel der Unterricht vorzeitig aus, damit die Schüler noch sicher nach Hause kommen konnten. Der Tierpark hatte zur Sicherheit auch eher geschlossen. Während Friederike wütete, kam in Brandenburg ein junger Lkw-Fahrer ums Leben. Sein Lkw wurde von einer Windböe erfasst und kippte. Der 34-Jährige ist noch am Unfallort gestorben. Nach den zwei Vorfällen vor dem Blechenkarree hat sich jetzt auch das Land Brandenburg eingeschaltet. Innenminister Karl-Heinz Schröter ist zu Besuch in Cottbus gewesen. Im Rathaus kam es zum Spitzentreffen. In Cottbus soll sich etwas ändern. Das Land Brandenburg schreitet ein. Innenminister Karl-Heinz Schröter will erstmal keine Flüchtlinge mehr nach Cottbus schicken. Wir werden also für die nächsten Monate für Cottbus keine weiteren Zuweisungen vornehmen. Allerdings habe ich gelernt, dass dies nicht wirklich die grundsätzlichen Probleme lösen kann. Denn im vergangenen Jahr hat Cottbus aus der Erstaufnahme 31 Flüchtlinge zugeteilt bekommen, entsprechend ihres Kontingents. Allerdings sind durch Zuzüge und Geburten 268 Menschen neu in die Stadt gekommen. Das ist natürlich ein klares Verhältnis, das man erkennen kann. Von der angespannten Situation in Cottbus hat sich Karl-Heinz Schröter heute Vormittag selbst überzeugt. Er ist mit Oberbürgermeister Holger Kelch durch die Innenstadt gelaufen. Die beiden haben sich die Orte angeschaut, wo es in letzter Zeit immer wieder Auseinandersetzungen gegeben hat. Es brodelt allmählich in Cottbus. Ich merke, dass die Stimmung angespannt ist. Das betrifft mich natürlich auch. Ich lebe in Familie, auch das ist ein ständiges Thema bei uns zu Hause. Und wir haben heute versucht, die ersten kurzfristigen Maßnahmen zu verabreden, damit die Leute sich weiter hier sicher fühlen oder wieder sicher fühlen, muss man mittlerweile schon sagen. Und ich fühle mich dem auch persönlich sehr stark verpflichtet. So werden ab sofort 5 zusätzliche Streifen und Zivilpolizisten unterwegs sein. Das Ordnungsamt bekommt mehr Personal und neue Sozialarbeiter sollen eingestellt werden. Ein Teil des Blechenkarrees wird videoüberwacht. Der Innenminister will so, wie bereits in anderen Städten, die Lage in den Griff bekommen. Wir haben eine vergleichbare Situation in Forst und Guben gehabt, wie Sie wissen. Dort war die Verstärkung der Polizeipräsenz sehr erfolgreich. Wir werden so lange, wie es notwendig ist, hier mehr Polizei vorhalten. Die Stimmung bleibt aber angespannt. In den sozialen Netzwerken geht es hitzig zu. Dass die Polizei erst 12 Stunden später bekannt gegeben hat, dass die Tatverdächtigen festgenommen wurden und Holger Kelch sich gestern auch nicht geäußert hat, stößt bei vielen auf Unverständnis.
Das Problem ist, ich hätte gestern noch nichts Konkretes Neues sagen können. Das ist wirklich in den letzten 24 Stunden erst verabredet worden, eingeleitet worden. Und insofern weiß ich, dass dort Unruhe ist. Was macht die Stadt? Wir waren tätig gewesen. Und das Resultat heute ist im Prinzip das Ergebnis, wo wir gestern, ich sag mal, hinter verschlossenen Türen sehr intensiv gearbeitet haben. Bei dem Rundgang kommen die beiden Politiker auch am jüngsten Tatort vorbei. In der Stadtpromenade ist es heute Vormittag aber friedlich. Und dann taucht auf einmal Mersin Mohammed auf. Er überreicht Holger Kelch diesen Brief. Zuerst habe ich geschrieben, es tut uns sehr leid, dass zwei unserer Leidensleute einen Menschen in ihrem Korpus angegriffen haben. Und wir möchten es deutlich machen, dass dieses Verhalten bei uns auch nicht in Ordnung ist. Genau, darum geht es alles. Und ich habe meinen Landsleuten auch angesprochen. Mersin lebt seit 3 Jahren in Deutschland. In Cottbus wohnt er seit 2 Monaten. Er ist ein gutes Beispiel dafür, dass die Integration gelingen kann. Ich hab das erstmal mit großem Respekt entgegengenommen. Das ist auch ein Teil unserer Erkenntnis, dass eben nicht alle Flüchtlinge der berühmte Messerstecher ist, sondern dass es auch einen großen Teil von Flüchtlingen gibt, die wirklich den Willen haben, hier vorübergehend sich zu integrieren, sich auch den deutschen Regeln und Gesetzen zu stellen. Und insofern ist das auch ein positives Beispiel von zwei syrischen Jugendlichen, dass es auch andere Jugendliche hier gibt. Nach den Messerattacken sind die Cottbusser verunsichert. Die Stadtspitze und die Polizei wollen mit den neuen Maßnahmen aber vorbeugen, damit sich die Lage wieder entspannt. Bei dem Vorfall vom Mittwoch sind auch sensible Daten der Polizei öffentlich geworden. Ein Computermonitor wurde abfotografiert. Darauf zu sehen waren Namen von Opfer und Zeugen sowie Telefonnummern und Adressen. Das Bild geisterte durch die sozialen Netzwerke Facebook, WhatsApp und Co. Heute hat die Polizei Brandenburg bei Twitter veröffentlicht, dass sie einen Tatverdächtigen ermitteln konnten. Das Ermittlungsverfahren läuft wegen Geheimnisverrates. Liebe Zuschauer, ist Ihrer schon draußen oder steht er noch bei Ihnen in der Wohnung? Viel Zeit zum Entsorgen ist nämlich nicht mehr. Manche behalten ihren Weihnachtsbaum ja bis Ostern und hängen dann Eier ran. Wer seinen aber schon vorher loswerden möchte, sollte sich beeilen. Fenster auf und raus. Ganz so einfach ist es mit der Weihnachtsbaumentsorgung dann doch nicht. Zumindest an den Straßenrand oder den Wertstoffcontainerstandplatz muss man ihn noch bringen. Bis 6 Uhr morgens sollte er bereit liegen und vor allem abgeschmückt muss er sein. Die Entsorgung läuft über unser Unternehmen Alba, also nicht unser Unternehmen, unser Serviceunternehmen Alba. Da gibt es im Abfallkalender der Stadt Cottbus, der ja an alle Haushalte gegangen ist und auch im Internet einsehbar ist, eine große lange Liste, wann die Entsorgungstermine sind. Für die privaten Grundstücke gibt es da ganz feste Termine. Ansonsten ist bis Ende des Monats ist es möglich, die Weihnachtsbäume dann an den Stellen, wo die Sammelbehälter stehen, abzulegen. Da werden sie dann entsorgt und mitgenommen. Die Entsorgung an den Privatgrundstücken ist jetzt allerdings schon durch. Diejenigen, die den ersten Termin versäumt haben, können ihren Baum aber noch zu den öffentlich zugänglichen Wertstoffcontainerstandplätzen bringen. Für Mieter der Wohnungsgesellschaften gibt es sowieso noch einen zweiten Termin. Sie können die Bäume an ihren jeweiligen Müllstandplätzen ablegen. Manche schmeißen ihren alten Weihnachtsbaum aber auch durch die Luft oder heben ihn fürs örtliche Osterfeuer auf. Nur ein kleines Feuer im eigenen Garten sollte man lieber nicht planen. Es ist nach wie vor untersagt. Das sind die Bestimmungen aus dem Luftreinhalteplan, die da nach wie vor wirken und wegen der Feinstaubbelastung. Insofern Osterfeuer gibt es nur genehmigte pro Ortsteil. Da laufen dann, wenn es soweit ist, wieder die Anmeldeverfahren, so wie in den anderen Jahren auch. Aber es ist nicht gestattet, Weihnachtsbäume im eigenen Garten zu verbrennen. Anderenfalls ist mit einem Bußgeld zu rechnen. Bis Ende Januar gibt es ja aber für alle mindestens noch einen Termin, an dem sie ihren Baum loswerden können. Der Cottbuser Hauptbahnhof hat wieder einen Sparkassenautomaten. Geld abheben ist dort also wieder möglich. Beatrix Saalbach durfte genau das gestern als erste Kundin am neuen Automaten tun. Der befindet sich jetzt in der Haupthalle. Wegen der Bauarbeiten am Bahnhof ist die Selbstbedienungsgeschäftsstelle der Sparkasse Spreeneiße nicht mehr erreichbar gewesen. Kunden mussten in die Fürst-Pückler-Passage ausweichen. Kitas könnten bald mehr Unterstützung bekommen. Mehr dazu jetzt in den Kurznachrichten.
Mehr Personal für Kitas. CDU und Bündnis 90 Die Grünen wollen das Kita-Gesetz ändern. Dazu haben die Parteien einen Gesetzesentwurf vorgelegt. Demnach sollen Kindertagesstätten mehr Personal bekommen. Dabei geht es vor allem um Kinder, die mehr als 8 Stunden betreut werden müssen. Das Gesetz soll über 1.700 Erzieherstellen finanzieren. Hoch hinaus! Zum Springer-Meeting in Cottbus gibt es eine neue prominente Zusage. Demnach nimmt auch der Amerikaner Sam Kendricks an dem Turnier teil. Der Weltmeister beginnt seine Saison in Cottbus. Das Turnier beginnt am 31. Januar um 18 Uhr in der Lausitz Arena. Es findet bereits zum 16. Mal statt. Nächste Vorstellung. Das Schauspiel von Anton Tschechow, Onkel Wanja, läuft am Samstag wieder im Staatstheater. Darin schwärmt Onkel Wanja für Jelena, leider ist sie schon mit einem anderen zusammen. Und Jelena hat sich auch noch in den jungen Landarzt verliebt, das Chaos ist vorprogrammiert. Karten gibt es noch zu kaufen, los geht es am Samstag um 19.30 Uhr im Großen Haus. Gestern Nachmittag kam es zu einem Unfall in der Franz-Mehring-Straße. Gegen 15 Uhr ist ein Autofahrer mit einem 14-jährigen Radfahrer zusammengestoßen. Auslöser war ein Abbiegefehler. Der junge Radfahrer ist bei dem Zusammenstoß verletzt worden und musste ins CTK gebracht werden. Dabei ist ein Sachschaden von etwa 400 Euro entstanden. Was tun Sie, wenn es brennt? Klar, Sie schlagen Alarm und greifen zum Feuerlöscher. Aber wie funktioniert der überhaupt? Wenn man sich die Frage während es brennt stellen muss, kann es schon zu spät sein. Deswegen sollte man sich mit einem Feuerlöscher schon mal vorher beschäftigen. Ob nun zu Hause oder auf Arbeit, Situationen wie diese möchte keiner von uns miterleben. Großbrände lassen sich dabei oft verhindern. Dafür braucht man einen kühlen Kopf, eine schnelle Reaktion und den guten alten Feuerlöscher. Wie ein Feuerlöscher prinzipiell funktioniert, ist meistens bekannt. Allerdings hatten nur die wenigsten wirklich mal einen in der Hand. Genau dafür ist Peter Lange da. Aus. Er ist Beauftragter für den Brandschutz bei der DEKRA. Regelmäßig führt er für Betriebe Schulungen mit Feuerlöschern durch. Wenn es wirklich mal ernst wird, ist jede Erfahrung kostbar. Der Gesetzgeber schreibt eigentlich vor, dass solche Schulungen in regelmäßigen Abständen durchgeführt werden müssen. Also eigentlich, dass jeder Mitarbeiter einmal diesen Umgang mit dem Feuerlöscher auch geübt hat, dass er tatsächlich in der Situation, wo Panik herrscht, wo Unruhe ist, viele Leute hin und her rennen, dann natürlich den Überblick behält, entsprechend richtig handelt. Und je öfter man solche Sachen schult, umso besser funktioniert es dann letztendlich auch. Das ist vor allem wichtig, da nicht jeder Feuerlöscher gleich ist. Es gibt verschiedene Brandklassen. Nicht jeder Feuerlöscher ist für jeden Brand geeignet. Unterschiede, die man kennen sollte. Es gibt natürlich unterschiedliche Arten von brennbaren Stoffen. Man unterscheidet da in entsprechende Brandklassen. In dem Falle die Brandklasse A, das sind feste brennbare Stoffe. Was fällt mir da ein? Holz, Pappe, solche Sachen. Dann natürlich die Klasse B, das sind flüssige oder flüssig werdende brennbare Stoffe. Ganz klassisch Benzin, Kraftstoffe, verschiedene Alkohole. Dann die Klasse C, das sind gasförmige Stoffe. Klar, kennt jeder entsprechend Propan, Butan. Manch einer hat einen Campinganhänger, wo er natürlich auch mit entsprechenden Gasflaschen zu tun hat. Ansonsten natürlich auch noch die Klasse F, das sind klassisch Brände von Fetten. Das heißt in der Großküche, wo Fritteusen zum Einsatz kommen, auch die Klasse muss entsprechend berücksichtigt werden. Der Feuerlöscher sollte also nach der möglichen Gefahrenquelle ausgesucht werden. Am gängigsten sind ABC-Löscher. Sie arbeiten mit Schaum oder Pulver. Dort, wo mit Elektrotechnik gearbeitet wird, kommen am besten Kohlendioxidlöscher zum Einsatz. Alle 2 Jahre müssen die Feuerlöscher von einem Sachkundigen geprüft werden. Entsprechende Termine stehen auf den Plaketten. Zudem müssen Betriebe intern Brandschutzhelfer bestimmen. Jedes Unternehmen ist verpflichtet, mindestens 5% seiner Mitarbeiter als Brandschutzhelfer entsprechend auszubilden. Das heißt, sie werden ausgebildet in der Theorie.
theoretische Ausbildung. Da geht es zum einen um den organisatorischen Brandschutz, um den baulichen Brandschutz. Dort gehört das Evakuieren von Gebäuden mit dazu. Wie sind die Gebäude entsprechend auszurüsten? Flucht- und Rettungswege, was gibt es da zu beachten? Und Bestandteil dieser Schulung ist dann natürlich auch der praktische Umgang mit den Feuerlöschern. Peter Lange zeigt dann allen Teilnehmern, wie der Feuerlöscher richtig und effektiv benutzt wird. Entsprechende Schulungen können bei der DEKRA vereinbart werden, Wissen, das vielleicht Schlimmeres verhindern kann. Ja, wie man mit einem Feuerlöscher umgeht, sollte man schon wissen. Damit kann man sich ja am Wochenende beschäftigen. Und in genau dieses darf ich Sie jetzt entlassen. Wir sind nämlich am Ende der Sendung. Falls Sie in dieser Woche etwas verpasst haben, schauen Sie doch in unseren Wochenrückblick rein. Der läuft nämlich ab morgen. Ansonsten finden Sie jede Sendung und jeden Beitrag auch auf lausitz-tv.de. Nächste Woche geht es dann wieder weiter mit LTV Aktuell. Bis dahin machen Sie es gut, bleiben Sie gesund. Tschüss. Jetzt könnt ihr doppelt sparen, denn bei Expert gibt es zwei Angebote der Woche. Eine Bosch-Waschmaschine für 399 Euro und das Devolo Powerline 505 WLAN Starter Set Plus für 77 Euro. Die Bosch WAN 2829-6 mit Echo Silence Drive ist extrem energiesparend und leise im Betrieb. Dass die Maschine selbst im Schleudergang geräuscharm arbeitet, ist auch dem Anti-Vibration-Design zu verdanken. Die spezielle Struktur der Seitenwände sorgt für mehr Standfestigkeit und weniger Vibrationen. Eine optimale Dämmung vermindert die Lautstärke zusätzlich. Mit den Vario Perfect Optionen könnt ihr die Programmdauer um bis zu 65% verkürzen oder 50% der Energie sparen. Und auch die zweistufige Mengenautomatik Active Water hilft euch, Wasser und Kosten zu sparen. Die Waschmaschine erkennt nämlich, wie viel Wäsche in der Trommel ist und passt Energie- und Wasserverbrauch entsprechend an. Sparsam, leise und langlebig. Die Bosch WAN 2829-6 bekommt ihr jetzt für nur 399 Euro bei Expert. Aber wir haben ja noch ein zweites Angebot der Woche für euch. Vollen Internetempfang bei konstanter Geschwindigkeit und das überall zu Hause gibt's mit dem Devolo Powerline 505 WLAN Starter Set Plus. Den ersten Adapter verbindet ihr mit eurem Router. Den Wi-Fi-Adapter platziert ihr einfach in einer Steckdose. Und schon habt ihr Internet bis in den letzten Winkel. Spezielle Technikkenntnisse sind nicht nötig. Zusätzlich könnt ihr am Wi-Fi-Adapter ein weiteres Gerät, wie zum Beispiel euren Smart-TV oder eure Spielekonsole, per LAN-Kabel anschließen. Weil das Devolo-Set die vorhandene Stromleitung nutzt, erreicht ihr eine Datenübertragung mit bis zu 500 Mbit pro Sekunde und WLAN mit einer Geschwindigkeit von bis zu 300 Mbit pro Sekunde. Das Devolo Powerline 505 WLAN Starter Set Plus gibt's exklusiv nur bei Expert und nur diese Woche zum Sonderpreis von 77 Euro. In der kommenden Nacht bleibt der Himmel bedeckt, vereinzelt kann es schneien, die Temperatur fällt auf 0 Grad. Am Samstagvormittag kann es ebenfalls schneien, bis zum Mittag soll es sogar vereinzelt regnen. Ab Mittag klärt sich der Himmel dann auf, dann kann sich auch mal kurz die Sonne durchsetzen, die Höchsttemperatur liegt bei 2 Grad. Am Sonntag ist es dann leicht bewölkt und vor allem kalt bei minus 2 Grad. Später wechseln sich dann Sonne und Wolken ab. In der Nacht bleibt es dann wieder bedeckt, regnen oder schneien soll es nicht. Passt mal auf, was ich euch jetzt herbeizaubere. Es gibt keine Milch, kommt aber aus dem Kuhstall. Aufgepasst, 3, 2, 1. Ein Bulle! Seid nett zueinander. Ich will keine Spannungen, keinen Streit. Bist du bescheuert, dass du dich mitten im Durchgang so breit machst?
Bleibt gelassen und freundlich. Du willst mir sagen, wo es langgeht? Du traust dich was? Die Leute werden unseren Service nach eurem Auftreten beurteilen. Nein, nein, der Hintergrund muss frei sein. Jetzt läuft die Alte da durch. Ist übrigens meine Mutter. Ich zähle auf euch, dass dieser Abend einzigartig und unvergesslich wird. Nimmst du mal schnell das Tablett? Ich muss in die Küche. Bitte? Tut mir leid, Samir, du hast das Feuerwerk im Griff, oder? Euch steht heute ein Wahnsinnsabend bevor. Schlicht, schick und angenehm. Wer von euch arbeitet heute schwarz? Ihr müsst die Hand nicht so hochheben, das hier genügt für mich. Vielleicht lässt er sich gerne an die Leine legen. Das wird keine Prollparty, ich will keine wedelnden Servietten, nur! Wird mit den Servietten kräftig gewedelt! Ich muss voranschicken, ich bin kein großer Redner. Dann halt doch die Klappe, das wäre mal ein Anfang. Oh, verflucht. Ich verstehe gar nicht, wo mein Sohn ist. Nun, höchstwahrscheinlich gerade. Er schnappt nur ein bisschen Luft, wollen wir? Paul hört seit einigen Tagen nicht mehr so gut. Deswegen will er einen Hörtest machen. Hier im Fachgeschäft Hörerlebnis wartet Anja Lehmann-Gumlich schon auf ihn. Einen Hörtest kann jeder machen, dabei wird die sogenannte Hörschwelle bestimmt. Die Hörschwelle, die einen Schwerhörigen sozusagen ausmacht, der eine Gerätetechnik braucht. Also wir fangen an mit der Luftleitungsschwelle. Da wird geguckt, ob das Mittelohr soweit in Ordnung ist. Dann geht es weiter über die Knochenleitung. Da wird dann geguckt, ob das Innenohr betroffen ist und inwieweit das Innenohr betroffen ist. Dann wird ein Sprachtest gemacht. Da sollte man Wörter nachsprechen. Viele merken da erst, wie schwer eigentlich der Hörverlust ist und was sie alles nicht mehr verstehen. Wenn Sie den Ton hören, dann sagen Sie mir bitte einmal Bescheid. Der Ton sollte ganz leise zu hören sein, gerade eben. Paul hört jetzt einen Piepton in verschieden hohen Frequenzen. Der Ton ist so leise, dass er sich richtig anstrengen muss. Mit jeder Frequenz ergibt sich so das Bild der Hörschwelle. Liegt sie zu tief, sollte man Hilfsmittel benutzen. Ein Hörverlust ist schleichend. Also man bekommt das nicht sofort mit und meistens vergehen so 5 bis 7 Jahre, ehe überhaupt so ein Hörverlust vom Betroffenen bemerkt wird. Wichtig ist es in allen Lebenslagen gutes Hören. Ob das jetzt eine Kommunikation ist untereinander, in der Familie, im Restaurant oder auch im Straßenverkehr. Es reicht ja schon, dass der Fahrradfahrer hinter einem klingelt und man hat es nicht gehört. Oder man hat es gehört und springt auf die falsche Seite, weil ein Ohr schlechter ist als das andere. Dann steht man entweder vor der Straßenbahn oder ein Auto hat ihn überfahren. Also man sollte wirklich rechtzeitig einen Hörtest machen. Es tut nicht weh, es kostet nichts. Und deswegen kann man es ruhig auch mal, einmal im Jahr sollte man auf jeden Fall einen Hörtest machen. Hörgeräte gibt es in den verschiedensten Varianten. Sie sind heutzutage so leicht, dass man sie kaum merkt. Diese Alltagshelfer werden auf jeden Kunden individuell abgestimmt und angepasst. Mikrofon und Verstärkertechnik sitzen in dem Gehäuse drin und werden mit einem kleinen Kabel wird der Hörer mit der Technik verbunden. Da ist gewährleistet, dass der Klang, der vorne aus dem Hörer rauskommt, ein klarer Klang ist, ein reinerer Klang und nicht durch diesen kleinen Schlauch durch muss wie bei den anderen Geräten. Dadurch ist der Klang ein bisschen verändert. Mit Pauls Ohren ist alles in Ordnung. Trotzdem möchte er mal ein solches Gerät testen. Wer weiß, was er jetzt alles sonst noch hören kann.